Was ist? Was? Tatsächlich, ich habe die 500 Abonnenten verpasst. Was mache ich denn da? Ein 500-Plus-Special. Ja, danke euch erstmal für mittlerweile 546 Abonnenten. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mich über jeden Einzelnen gefreut. Also vielen Dank, dass ihr meine Videos anschaut und dass sie euch gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass ich weiterhin Videos machen kann, die ihr gerne anschaut. Ich gebe mir da echt Mühe. Wenn ihr also Vorschläge habt, Tipps, Ideen, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ich werde mal sehen, was sich umsetzen lässt. Ansonsten habe ich mir gedacht, für so ein über 500 Abonnenten-Special muss ich mir ja schon ein bisschen was einfallen lassen. Und deshalb verschenke ich einfach mal von meinem Sub ein paar Bücher an euch. Ich habe ja schon bei Facebook rumgefragt, an welchen Büchern ihr Interesse hättet. Und auch hier danke für die ganzen Rückmeldungen. Ich habe tatsächlich mal welche rausgesucht und 5 Stück sind es jetzt geworden. Einzelheiten zum Gewinnspiel werde ich unten in die Infobox schreiben. Da könnt ihr nochmal genau nachlesen, wie ihr mitmachen könnt, wie das funktioniert. Ansonsten, ich zeige euch einfach mal die Bücher, wenn meine Katze mich aufstehen lässt. So, die Bücher habe ich jetzt alle hier. Es sind 4 Stück. Ich verschenke 5. Und ja, bis auf 1 sind alle wirklich niegelnagelneu und ungelesen. Und ich fange einfach mal an. Das erste wäre von Emma Burstall, Do Your Yoga. Das ist ein Chiclet-Buch. Also wenn ihr Spaß an witzigen, frechen Geschichten habt, dann wäre das vielleicht das Richtige für euch. Weiter geht es mit Christoph Lodes, Der letzte Traumwanderer, ein High-Fantasy-Buch. Auch das komplett neu, ungelesen, stand nur bei mir im Regal. Und 2 Exemplare von Nick Hornby's About a Boy. Ich habe irgendwie immer noch vom Welttag des Buches, man sieht, das ist eine Ausgabe davon, Bücher über, weil keiner die haben wollte, als ich auf der Straße Leute gefragt habe. Könnt ihr das verstehen? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall mir den Mund fusselig geredet und kaum jemand wollte ein Buch haben. Das heißt, ich habe noch ein paar übrig und 2 davon gehen jetzt an euch. Wenn ihr also Lust auf ein bisschen eine nette und schöne Geschichte habt, dann wäre das hier vielleicht etwas für euch. Das letzte Buch ist dann das einzige, was nicht komplett neu ist. Das ist ein Mängelexemplar, aber auch das ist ungelesen. Und zwar von Jutta Profit, Schmutzengel. Ich glaube, das ist so ein bisschen humorvolle Geschichte, also ganz witzig gemacht. Beinhaltet auch eine kleine Kriminalgeschichte, denn es geht, soweit ich weiß, um eine Putzfrau, die eine Leiche findet und diese irgendwie loswerden muss. Ja, ihr habt jetzt die 4 Bücher gesehen und ich mache das so, dass ihr bis übernächste Woche Mittwoch Zeit habt, mir einfach unter dieses Video einen Kommentar zu hinterlassen, in dem ihr mir sagen könnt, welches der Bücher euch interessieren würde. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, dass euch alle der 4 Bücher interessieren, ganz egal, kein Problem. Und ja, wenn sich mehr als eine Person meldet für ein Buch, dann muss ich natürlich auslosen, aber ich glaube, dass die Chancen trotzdem ganz gut sind, dass ihr was gewinnt. Von daher meldet euch einfach. Die näheren Sachen zum Gewinnspiel, wie gesagt, unten in der Infobox. Und ansonsten habe ich noch eine Kleinigkeit für euch geplant, was ganz Beklopptes. Ich werde für euch Klavier spielen. Okay, verzeiht mir also, wenn ich mich 1000-mal verspiele. Ich habe wirklich seit Ewigkeiten kein Klavier mehr gespielt. Aber ich versuch's mal. Tada! Seid froh, dass ich nicht auch noch angefangen habe zu singen.
Ja, das war's mit meinem Dankeschön an euch. Wie gesagt, ich finde es super. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten und über die ganzen tollen Kommentare, die mir immer schreibt. Bei Facebook, bei Twitter, hier bei YouTube natürlich. Und ich hoffe, ihr schaut weiter zu. Ja, es war ja in letzter Zeit ein bisschen chaotisch durch das Halloween-Special, dass meine Vlogs irgendwie plötzlich nicht mehr mittwochs waren und meine Sonntagsvideos dafür mittwochs und ganz komisch. Das war jetzt heute das Letzte, was aus der Reihe fällt. Ab nächster Woche ist wieder alles ganz normal. Mittwochs der Vlog, sonntags das normale Video. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder und ansonsten habt noch ein schönes Wochenende. Ciao! Jetzt kommt das Meisterwerk schlechthin. Ich wette, das reißt euch vom Hocker.